hat. Sie kennen nicht die Firma Maneva und die tollen Produkte, die wir anbieten. Dann wird es aber allerhöchste Eisenbahn. Und deswegen freuen wir uns, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, damit wir das gemeinsam ändern können. Mein Name ist Stefan Tönnes. Ich bin seit 1998 für die Maneva tätig und der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt bei Maneva Heimwas im Produktmanagement. In knapp 25 Jahren konnte ich eine breite Expertise im Sozialwesen aufbauen, insbesondere in den unterschiedlichen Facetten der Altenpflege. Bei der Entwicklung unserer Produkte legen wir höchsten Wert auf Qualität und Praxisnähe, damit wir zielführende und effiziente Lösungen für unsere Kunden schaffen. Mein Name ist Björn Bönig und ich bin seit 2016 bei der Maneva Deutschland und bin auch im Produktmanagement tätig für das Produkt Maneva Heimwas. Ich habe 10 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen des Gesundheits- und Sozialwesens. Zunächst möchten wir Ihnen gerne die Maneva-Gruppe vorstellen, die ihren Hauptsitz in Hamburg hat. Mit mehr als 300 Mitarbeitern verteilt auf 15 Standorten in 8 Ländern bedienen wir über 3.500 Kunden mit unseren Softwarelösungen. Dabei ist Internationalisierung eines unserer Alleinstellungsmerkmale. Wir dienen mit unseren Lösungen die Marktsegmente der Altenhilfe, Behindertenhilfe, Jugendhilfe und soziale Hilfe. Wir haben festgestellt, dass es zunehmend zu einer Marktverschmelzung der Marktsegmente kommt und sich immer mehr Komplexträger bilden. Mit unseren Lösungen und den daraus entstehenden Synergien sind Sie bestens auf diese Herausforderung vorbereitet. Außerdem profitieren Sie stark von dem internationalen Expertenwissen unserer Gruppe. Nun möchten wir Ihnen kurz die Maneva Deutschland vorstellen. Von unseren 5 Standorten aus betreuen wir täglich mit unseren ca. 165 Kollegen mehr als 2.500 Kunden. Wir möchten mit Ihnen heute über Themen sprechen, die die Branche und uns aktuell sehr bewegen. Da wir aus dem Produkt Heimwas kommen, möchten wir Ihnen heute unsere Lösungsansätze dazu in Heimwas vorstellen. Beginnen wir aber zunächst mit einigen Informationen zu unserem Produkt. Unser Fokus liegt auf der Altenpflege und wir können alle Ausprägungen der Versorgungsformen bedienen. Vom ambulanten Pflegedienst über stationäre Einrichtungen bis hin zu hybriden Wohnformen. Unsere Software bietet Ihnen eine integrierte und mandantenfähige Lösung innerhalb einer Benutzeroberfläche. Das bedeutet für Sie, dass keine Programmwechsel notwendig sind, Sie also keine Medienbrüche hinnehmen müssen. Der modulare Aufbau unserer Software bietet Ihnen die Möglichkeit, nur das einzusetzen, was Sie in Ihrem Unternehmen benötigen. Das hält den Umfang der Software schlank und spart Ihnen unnötige Kosten. Natürlich können Sie bei Bedarf den Softwareumfang kurzfristig und problemlos erweitern. Unsere skalierbare Architektur ist für den Einsatz sowohl von Klein- als auch bei Großkunden gedacht und unterstützt Sie optimal bei dem Wachstum Ihres Unternehmens. Die angebotenen Module interagieren miteinander, was zu effizienten Prozessen und Informationsflüssen führt und zum Beispiel eine Abbildung von Klienten über Geschäftsbereiche hinweg ermöglicht. Als Beispiel müssen Klienten nur einmal angelegt werden und stehen in ihrer Tagespflege und ihrem ambulanten Dienst zur Verfügung. Unser Lösungsportfolio beinhaltet die Bereiche Pflegedokumentation, Verwaltung und Abrechnung sowie eine Personaleinsatzplanung. Des Weiteren bieten wir Module für die Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung sowie ein Controlling an. Wie Sie sehen, stellen wir alles, was eine Softwarelösung benötigt wird, aus einer Hand bereit. Besonders hervorheben möchten wir außerdem unser modulübergreifendes Berichtswesen. Hierfür lassen sich die Daten aus den eben genannten Modulen konsolidiert darstellen. Das erste Thema, das wir gerne ansprechen möchten, ist die Telematikinfrastruktur. Über die Presse wird häufig ein negatives Bild vermittelt, was bei unseren Kunden zu Verunsicherung führt. Auch die gesetzliche Verpflichtung für ambulante Pflegedienste zur Anbindung an die Telematikinfrastruktur im Jahr 2024 macht es an dieser Stelle nicht besser. Wir konnten eine erste Anbindung von Kunden mit unserem Partner Aquinet im Rahmen des Modellvorhabens nach § 125 SGB 11 an die Telematikinfrastruktur erfolgreich umsetzen. Trotz aller negativen Aspekte sehen wir die Telematikinfrastruktur als eine große Chance, ihren Arbeitsalltag als Pflegekräfte zu vereinfachen. Die verfügbare Funktionalität beschränkt sich derzeit auf den KIM-Fachdienst. Der Funktionsumfang soll aber sukzessive weiter ausgebaut werden. Der KIM-Fachdienst eröffnet Ihnen die Möglichkeit, mittels E-Mail hochsensible Daten und Informationen datenschutzkonform zu versenden und zu empfangen. Besonders wichtig ist es für uns, dass unser integrativer Lösungsansatz nahtlos in den Arbeitsalltag eingebettet und nicht störend empfunden wird. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie wir die Telematikinfrastruktur bereits in Heimwas umgesetzt haben. Zuallererst haben wir unseren hauseigenen E-Mail-Client in Heimwas für Sie implementiert. Dort können Sie alle Mails bearbeiten und archivieren, die Sie über die Telematikinfrastruktur bekommen. Wenn Sie eine Mail zuordnen möchten, können Sie dies einfach per Drag and Drop tun. Ein weiterer Anwendungsfall wäre zum Beispiel, ein Wundprotokoll an einen Arzt zu schicken. Dazu wählen wir in unserem Beispiel dieses Wundprotokoll aus,
drücken auf das Drucksymbol und wir kriegen sofort die Abfrage, ob wir eine E-Mail an einen Arzt schicken wollen. Wir können eine neue E-Mail verfassen, wählen einen Arzt aus. In dem Beispiel wäre es meine persönliche E-Mail-Adresse von der Arbeit und wir drücken auf Senden. Ein weiteres Thema, was uns sehr beschäftigt, ist die neue Personalbemessung. Der Übergang in eine neue Personalstruktur mit den Qualifikationsniveaus ab dem 01.07.2023 wurde ohne Übergangsphase verankert. Die daraus entstehenden Herausforderungen, wie zum Beispiel die Suche bzw. die Weiterbildung von qualifiziertem Personal, benötigt ausreichend Vorlaufzeit. Der kompetenzbasierte Einsatz von Pflegekräften ist eine weitere Herausforderung und wird durch die neue Gesetzgebung erforderlich sein. Das führt dazu, dass die Aufgabenbereiche der Pflegekräfte für jede Einrichtung reflektiert werden müssen. Und nun zeige ich Ihnen, wie wir die Personalbemessung in meinem Heimhaus umgesetzt haben. Sie können problemlos Ihre Mitarbeiter in die neuen Qualifikationsstrukturen überleiten. Auf der Bildschirmmaske sehen Sie das. Mein Beispiel ist mein Mitarbeiter examinierter Altenpfleger und der gehört zukünftig ins Qualifikationsniveau 4. Außerdem können Sie heute im Rahmen der bekannten Gesetzgebung die benötigte Personalstruktur auf Basis Ihrer aktuellen Bewohnerstruktur simulieren und können so feststellen, ob Sie von der neuen Personalbemessung profitieren oder nicht. Um den Aufgabenbereich der Pflegekräfte neu zu organisieren, bieten wir Ihnen unseren stationären Tourenplan als Unterstützung an. Hierüber lässt sich der kompetenzbasierte Einsatz der Pflegekräfte sicherstellen. In unserem Beispiel sehen Sie, auf der linken Seite ist Grandios Harry, er ist eine Pflegefachkraft und entsprechend über ein Ampelsystem ist klar zu erkennen, für welche Tätigkeiten er qualifiziert, überqualifiziert oder unterqualifiziert ist. Auf der rechten Seite sehen Sie Wald Daniel. Er ist eine Pflegehilfskraft. Auch hier sehen Sie ein Ampelsystem, für welche Tätigkeiten er qualifiziert ist oder gegebenenfalls unterqualifiziert ist. Zusätzlich können Sie als Pflegekraft mit unserer mobilen Lösung Ihre Arbeit direkt am Bewohner dokumentieren. Zuletzt möchten wir Ihnen gerne unser Partnernetzwerk vorstellen. Unsere Partner sind ein wichtiger Baustein, damit wir Ihnen Innovationen anbieten können, die sich außerhalb unserer eigenen Expertisen bewegen. Die Vernetzung von verschiedenen Lösungen hat für uns eine hohe Priorität, da sie Ihnen dabei hilft, Prozesse zu vereinfachen. Grundsätzlich sind wir offen für Partnerschaften, bei denen ein nennenswerter Nutzen für Sie generiert wird. Schon heute verfügen wir über ein sehr umfangreiches Partnernetzwerk, das ständig weiter ausgebaut wird. Hier sehen Sie einmal alle unsere Partner, mit denen wir bereits zusammenarbeiten. An zwei ausgewählten Partnern möchten wir Ihnen vorstellen, wie eine Verbindung von zwei Lösungen aussehen kann und welche Vorteile für Sie daraus resultieren. Mittels des Partners Docs in Clouds eröffnen wir Ihnen einen Einstieg in die Welt der Telemedizin. Dazu haben wir das Produkt Teledoc Mobile an MyNeva Heimbus angebunden. Im Rahmen dieser Anbindung stellen wir dem Teledoc Mobile Stammdaten zur Verfügung, sodass diese nicht doppelt eingepflegt werden müssen. Auf der anderen Seite werden die Befunde und Anweisungen des Arztes aus der Telekonsultation direkt in die digitale Pflegeakte nach MyNeva Heimbus überführt. Unser zweites Beispiel ist Pflegecampus. Wir sind in der Lage, Ihre Mitarbeiter mit vollen Berechtigungen von MyNeva Heimbus nach Pflegecampus zu übertragen. Somit können Ihre Mitarbeiter sofort anfangen zu lernen. Da Sie sich gerade diesen Kurs in Ihrer Kursbibliothek anschauen, ist klar, Sie arbeiten bereits mit Pflegecampus. Vielleicht wollen Sie jetzt neu mit MyNeva Heimbus starten. Oder Sie arbeiten bereits mit beiden Lösungen, aber setzen die Schnittstelle noch nicht ein. Kein Problem. Ganz leicht können Sie Ihr Benutzerkonten vom Pflegecampus mit Ihrem Mitarbeiter in MyNeva Heimbus verknüpfen. Wie Sie sehen, ich habe hier einen Mitarbeiter. Hier steht, das ist ein Mitarbeiter im Pflegecampus, der ist noch nicht zugewiesen. Über die Lupe wird Ihnen auf Basis der Personalnummer automatisch der entsprechende Mitarbeiter in Heimbus vorgeschlagen. Wenn Sie auf Übernehmen drücken, sind die beiden miteinander verknüpft. Die Schnittstelle bietet zudem die Möglichkeit, dass die erworbenen Fortbildungszertifikate der Mitarbeiter automatisch vom Pflegecampus übertragen und bei MyNeva Heimbus in die entsprechende Personalakte abgelegt werden. Wie Sie hier sehen, habe ich bereits drei Zertifikate hinterlegt. Ich wähle eins aus, drücke auf Anzeigen und ich kann das erworbene Zertifikat meines Mitarbeiters sofort einsehen. Mit diesem Kurs möchten wir Ihnen eine wichtige Sache zeigen. Die Vernetzung der Softwarelösung erleichtert Ihren Arbeitsalltag ungemein. Das hat uns bereits die Zusammenarbeit mit Pflegecampus bewiesen. Aber davon sollten Sie sich am besten selber überzeugen. Wenn Sie jetzt Lust haben, noch mehr über MyNeva zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach bei uns vorbei. Alternativ können Sie sich auch gerne direkt an unsere Kollegen wenden und einen Vorfahrttermin vereinbaren. Denn Sie wissen ja, wie man so schön bei uns im Ruhrgebiet sagt, gucken kostet ja nichts. In diesem Sinne, hoffentlich bis bald.